Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Agnes sagte, ich soll die verdammten Ratten vor Erntedank loswerden. Ich würde gern sehen, wie sie ihren fetten Arsch bewegt und es versucht. Oh, Mist. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Das schaffst du doch, oder? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Ich hatte diesen Traum, in dem ich lebendig verbrannt wurde. Ich konnte gar nichts machen. Das ist entsetzlich, Mann. Klingt, als seist du gestresst. Weißt du, was mich entspannt, wenn ich Stress habe? Jazz. Jazz. Magst du Jazz? Hm? Ich bin wirklich kein Jazz-Fan. Na, dann hast du noch nichts Gutes gehört. Ich habe eine Kassette von meiner Band.
Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein, ja? Meine Güte! Keine Bange. Ich mache das gleich sauber. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Was machst du hier? Ich bin beschäftigt und habe gerade keine Zeit für dich. Zum Teufel ist Jovita. Ich bin hungrig. Oh, richtig. Sauber machen, Essen holen. Am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Was hat so lange gedauert? Ich verhungere hier. Lucius, sieh, was du gemacht hast. Wo zum Teufel ist Jovita? Ich bin hungrig. Hey, Guapo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Weißt du, ich habe heute draußen eine Krähe gesehen. Ich habe hier vorher noch nie eine gesehen. Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Thank you.
Sie schubst einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie muss ihr alle 5 Minuten neues Essen bringen. Die Gnädigste ist wirklich ein Fettberg. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein, ja? Parasiten. Hallo, mein Junge. Jetzt, wo du hier bist, ist alles perfekt. Was soll das bedeuten? Was ist mit dem Licht? Thank you.
Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen. Meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, sie erfahren es nie, wenn sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was sie nur an diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig.